Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Dead Cells. Ja, tatsächlich Dead Cells, denn das neue DLC Fatal Falls ist ja erschienen. Und dazu sind im Spiel auch zwei neue Biome dazugekommen. Das erste Biom davon ist super easy zu erreichen. Ich werde euch auch gleich erzählen, wie ihr da hinkommt. Beim zweiten Biom sieht das ein bisschen anders aus. Da müsst ihr nämlich erst eine Bedingung erfüllen, damit ihr das betreten dürft. Aber dazu gleich mehr. Erst einmal, wie kommt man denn überhaupt in das erste Biom? An sich müsst ihr da einfach nur diesen Standardweg gehen. Heißt also, ihr macht das erste Level, geht dann zur Promenade der Verdammten und dauert es dann auf die Gefängnisdächer. Dann weiter zur Schwarzen Brücke, da wartet der erste Boss auf euch. Wenn ihr den dann gelegt habt, dann seid ihr in dieser komischen Zwischenwelt, wo auch dieser Dude ist, der eure Seelen annimmt und auch dieser Mutationstyp ist da. Und wenn ihr da dann den Fahrstuhl nach oben benutzt, dann seht ihr schon das neue Gebiet. Und zwar die Schreinruinen. Das ist so ein Gebiet mit vielen klein fliegenden Inseln. Da gibt es so komische Medusa-schlangenartige Wesen, die auch noch so Teleportationsspeere werfen können. Ist eigentlich ganz witzig. Passt auf jeden Fall auf, dass ihr da nicht runterfallt, weil das macht sehr viel Fallschaden. Und es gibt auch überall so Fallen, die ihr auslösen könnt, wenn ihr auf Druckplatten geht, die ihr am besten auch vermeiden. Da kommt euch dann nämlich so ein Baumstamm entgegen und schmeißt euch gerne mal von der Insel runter. Und das macht dann sehr, sehr viel Damage. Also lieber aufpassen. Aber neben diesen allen schönen Sachen gibt es in diesem Gebiet auch noch zwei tolle Wächter, die ihr töten könnt. Passt bei denen aber besonders auf, weil die haben wirklich eine riesige Reichweite mit ihren Waffen. Nur so als kleinen Tipp. Am besten ihr bleibt einfach nah an ihnen dran, also so die Dark Souls-Taktik. Und immer wenn sie halt angreifen wollen, dann weicht ihr kurz aus. Und so kann man die dann eigentlich recht easy besiegen. Der erste Wächter belohnt euch sogar, wenn ihr ihn besiegt. Er lässt nämlich so eine riesige Tür erscheinen, die euch dann in seine Schatzkammer führt. Und da gibt es dann ein bisschen Geld für euch und meistens auch richtig gute Waffen. Und jetzt der Punkt, warum ihr wahrscheinlich alle auf dieses Video geklickt habt. Denn am Ende dieses Bioms seht ihr dann zwar das Tor zum zweiten neuen Biom, aber dieses verdammte Tor zur unvergänglichen Küste ist einfach zu. Zwei Wächter sind davor und die versperren euch den Weg. Wenn ihr durchgehen wollt, dann steht auf der Tür drauf, dazu verdammt, unsere Toten zu beschützen. Und die Wächter werden ihresgleichen erkennen. Tja, toll. Und dann steht ihr da. Die lassen euch also nicht rein, ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Und jeder, der gar keinen Plan hat, wird dann wahrscheinlich einfach in den zweiten Ausgang gehen und sich irgendwann anders darum kümmern. Der zweite Ausgang wäre dann einfach der Glockenturm und dann geht das Spiel ganz normal weiter. Aber wir wollen natürlich da rein. Und wie das funktioniert, sage ich euch jetzt. Die Wächter werden ihresgleichen erkennen. Das wird doch bestimmt irgendeine Bedeutung haben, nicht wahr? Und ja, tatsächlich, es ist natürlich so. Was ihr nämlich tun müsst, um doch in die unvergängliche Küste zu gelangen, ist Folgendes. Erinnert ihr euch an die Wächter, die ihr davor besiegt habt? Geht nochmal in die Räume zurück, wo ihr die besiegt habt. Da liegt nämlich irgendwo so ein toter Mann in so einem blauen Mantel rum. Und genau diesen müsst ihr untersuchen und daraufhin bekommt ihr dann so ein Kultisten-Outfit. Normalerweise müsste dieser komische Typ beim zweiten Wächter sein. Aber da es in diesem ganzen Biom diese toten Leute im blauen Gewand gibt, kann es auch sehr gut sein, dass es zufällig ist, wer dieses Outfit hat. Haltet da am besten mal die Augen offen. Aber bei mir war es auf jeden Fall beim zweiten Wächter auf so einer Empore, also ein bisschen über dem zweiten Boss. Naja, schön und gut, jetzt habt ihr halt diesen Entwurf für dieses Outfit. Das Blöde ist nur, ihr müsst es ja erstmal freischalten. Und wie schaltet man das frei? Wieder nur in dieser blöden Zwischenwelt. Das Behindertste daran ist, dieses fucking Outfit kostet nur eine fucking Seele. Also es kann sich wirklich jeder leisten, wenn einfach nur ein Gegner tötet. Aber die Entwickler dachten sich wohl einfach, yo, die Dead Cells Leute, die sind das sowieso gewohnt, an Kummer und Leid zu sterben. Dann können wir sie auch einfach nochmal den Run von vorne starten lassen, damit sie hier weitergehen können. Heißt also, ja, ihr müsst in diese Zwischenwelt, ihr kommt in diesen Run noch nicht in dieses neue Biom rein, ihr müsst jetzt dieses Kultisten-Outfit freischalten, dann müsst ihr zum Schneider gehen, müsst dieses Kultisten-Outfit anziehen und dann den ganzen Weg nochmal zu den Schreinruinen gehen. Und wenn ihr dann das zweite Mal da seid, dann werden euch die Wächter auch wie von Zauberhand durchlassen und ihr dürft endlich in die unvergängliche Küste. Dort warten dann so komische Nekromanzer-Zauberer auf euch, die Tote wieder erwecken können, die dann manchmal so aussehen wie ihr selbst. Die sind auch super stark, ich bin auch ein paar Mal gestorben, die können auch irgendwie solche komischen Wände machen, durch die ihr nicht durchgehen könnt. Da auf jeden Fall viel Spaß. Und sollte man auch dieses Biom überleben, dann kommt man endlich zu dem neuen Boss. Und das ist die Vogelscheuche. Das ist quasi der vom Sichtturm befallene königliche Gärtner. Und dementsprechend kämpft er dann auch mit Sensen und Mistgabeln und packt überall seine komischen Samen hin. Aber wie ihr den besiegen könnt, sage ich euch nicht. Ich will ja nicht alles spoilern hier. Auf jeden Fall viel Spaß beim Kämpfen gegen diesen Typen. Er ist auf jeden Fall nicht ohne. Und ja, das sollte es dann erstmal für dieses kleine Tutorial gewesen sein. Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass einige Leute nicht wussten, wie sie da reinkommen und verzweifelt googeln und nichts finden. Und dann hoffe ich, mein Video hilft den Leuten. Yeah! Ja, aber so viel dann erstmal dazu. Ich fand das DLC auf jeden Fall nice. Kostet auch nicht allzu viel. 5 Euro, glaube ich, soll das kosten. Und wenn man das sogar mit dem Bad Seed DLC dazu kauft, dann kriegt man, glaube ich, sogar noch einen 50% Bundle-Rabatt dazu. Das wäre es dann aber mit dem Video heute gewesen. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn ich euch geholfen habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.